So, der meinte so, ja, die arme Mary, das ist irgendwie nochmal ein Buch über die, aber alles, was das alles gemeinsam hat, ist. Punkt, Punkt, Ah. wir müssen Ich es bin hier beenden. unabsichtlich schon auf Nee, ist ja nicht weitergegangen. schlimm. Na, wartet auf andere Spieler. Wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf leserlich. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die unleserlich. Leserlich vor allem, ne? Ja. Steht da leserlich in der Klammer. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Tut mir leid, ja. Keiner von ihnen hat überlebt. Keiner hat überlebt. So ist. So ist. Melon. Das ist interessante Lektüre. Bücher sind nichts für mich. Ich warte lieber auf den Film. Was ist das denn? Oh, es singt. Was hältst du von den Gravuren? Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Die Sprache klingt ein bisschen wie Morsecode. Nein. Sie ist viel musikalischer. Sie hat Tonhöhe oder Rhythmus. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine Tonleiter. Aber Mary saß allein da dran. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Schieß los. Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Ah ja. Gut. Wir müssen gleichzeitig andere Richtung rein. Ah. Unten? Ja, jetzt funktioniert's. Bin fertig. Mussten immer das Gegenüberliegende irgendwie anpatschen. Weiß ich nicht. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Zum Glück hören die ganzen Kreaturen das nicht. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Uh-oh. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! Oh oh. Shit. This girl is on fire. Rachel, sieh mich an. Mach diesen Scheiß jetzt aus! Geht nicht. Ich weiß nicht wie. Es ist
Es ist in ihr drin. Oh, nee, tu's nicht. Sollte sie sich selbst dann was antun. Sie kamen von den Sternen. Das hier ist eine Arche. Sie wird zu einem von denen! Ich mach dem Elend ein Ende. Halt sie fest, verdammt! Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein! Es geht nicht anders. Halt sie fest! Weißt du noch, was mit Clarice passiert ist? Rachel wird es genauso schrecklich ergehen. Nenn mir einen Grund, warum nicht. Ganz ehrlich, Süße, das wird nichts. Scheiß auf, Digga. Ich bin's, Jason. Bitte, lass mich leben. Was, Digga? Einfach ihn erschießen. Ich erschieß sie nicht. Wir haben so viele Leute verloren. Die könnt ihr immer rumbringen, wenn die sich verwandelt hat. Genau. Warum hast du nicht? Weil wir Hoffnung brauchen. Genau. Aber wartet, ein Vorschlag. Dann raus damit, Alter. Die Flüssigkeit in den Kokons könnte was bringen. Fuck, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Wovon redet er? Die Flüssigkeit hält am Leben, aber man altert nicht. Hab's gesehen. Da war ein Mann, bedeckt mit der Flüssigkeit. Und er hätte tot sein sollen, aber er war es nicht. Diese Flüssigkeit könnte auch Rachel retten. Ist das dein Ernst? Es könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Ja. Das könnte true sein. Tu's einfach. Mach, dass es aufhört. Mach, dass es aufhört. Ich liege Zicke jetzt auf einmal. Tschüss. Boah, Skillshot. Quicktime-Event, meine ich. Nicht Skillshot. Ich hab daneben gedrückt, anstatt... Oh mein Gott, jetzt ist vorbei. Ich tritt drauf. Ja, ich hab daneben gedrückt. Okay, ja. Oh no. Ja. Egal, diese Skillshots. Komm, aus dem Nichts. Ah ja. Hauptsache, sie lebt am Ende noch, ne? Genau. Alle jetzt draufgegangen für sie. Wir kommen zurück zu dir. Lass mich hier nicht sterben! Niemals. Bestimmt ja nicht. Versprichst du es mir? Ja, Ma'am.
Forscher hatten schon recht. Ihr dürft keins dieser Viecher am Leben lassen. Aber es gab doch auch zivilisierte Versionen davon. Sagt er jetzt? Die hört doch nur noch blubbern. Die hört wahrscheinlich gar nichts mehr. Ja. Das hört die noch vielleicht, ne? Genau. Das sind doch mehr als paar hundert, ey. Krokongewölbe. Außerdem, wenn es doch davon Zivilisierte gab, wieso nicht mit Physik versuchen zu lernen, wie man mit denen reden kann? Siehst du, was ich sehe? Ja, Mann. Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Oh, ja, ja. Legen wir den Sprengstoff dort. Was bringt das denn? Wegen so ein bisschen C4 sterben ja nicht alle. Ja, eben. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Rachel ist tot. Nee. Der Colonel auch. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Salim, bereit? Oh ja. Okay, dann lassen wir es krachen. Okay. Wer platziert das Dynamit? Na, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns, wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Uff. Ja, so ein Fernzünder ist immer eine knifflige Sache. Das war's dann mit ihm, ne? Es bringt halt gar nichts, was wir da jetzt machen, so. Der wäre fliehen besser gewesen. Ich verstehe nicht, warum wir das machen, so. Im besten Fall wecken wir die auch nur damit auf. Erste Ladung platziert. Over. Bist du unten und läufst? Nee, ich mach gar nichts. Wo lang? Links, rechts. Wo? Rechts. Jetzt guckst du mit dem Fernglas und die einzelnen Punkte an. Ach du Scheiße. Ich muss leise sein.
Junge. Ich dachte die ganze Zeit, jetzt switch das auf Dreieck oder so und ich verkack's deswegen wieder. Alter. Wir können ja wohl fliegen. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Zurückziehen, weg, weitergehen. Wirklich, ne? Ich geh rein. Ich geh rein, Cheslo. Ist eh vorbei, wir sind eh dead. Ist eh wirklich so, wie sollen wir zurückkommen? Der kann ja jetzt draufgehen, du kannst ja fernzünden. Ja. Ist egal. Er rennt einfach wie der Uruk bei die zwei Türme, ne? Einfach mit der Fackel rein, so. Oh nein! Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten ihn. Oh, Herr im Himmel. Halt! Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Genau, deswegen, dass er einfach reinrennen. Fertig ist der Lachs. Hey, wie sieht's da oben aus? Du weißt, er schafft es nicht. Lass ihn seine Arbeit tun. Er wird das Ende nicht kommen sehen. Weil sie ihn hochjagt. Alles fein. Du kannst los. Ich hab nicht meine Entscheidungsmöglichkeit. Der hat es einfach so jetzt gesagt. Ich hab mich davor entschieden. Sie kriegen mich, oder? Ob ich ihn warnen soll oder nicht. Hab ich mich schon fast gedacht. Wie schon gesagt, keiner hat ihn, um Klartext zu reden. Halt einfach den Zünder bereit. Einfach selber in so einen Kokon. Oh. Gefährliche Geschützung, genau. Die singen ja nicht mal, die schnattern einfach, ne? Oh Junge, ist das gefährlich hier. Er hatte doch nur drei Dynamitstangen. Keine Ahnung. Will er denn noch platzieren? So egal, Jesse. Alles. Alles rein da. Aus dem Zauberhut, ne? Sprengstoff platziert. Da sind nur drei dran. Alter. Phosphor auf ihn. Ah. Der macht jetzt einfach das Signal. Oh Mann. Ja, ist ja egal. Der war eh das. Also ihm hat er versprochen, seiner Freundin da wiederzukommen. Jetzt sind die alle aufgewacht, ne? Perfekt.
Jo. Und er hätte noch einmal kurz Puff gemacht. Drei wären vielleicht gestorben. Und das war's. Und alle aufgehört. Zeit zu gehen. Ja. Und jetzt aus irgendeinem Grund brennen die einfach alle. Ja. Er lebt noch. Er lebt ja noch. Ich höre dich, Bruder. Position. Bin 200 Meter vom Ausgang. Kurs 320. Bin verletzt. Ich brauche Hilfe. Geht die auch noch darunter? Junge, dann hat die ganze Aktion keinen Sinn gemacht. Hey, hey, hörst du mir zu? Nick, ich brauch dich hier. Der Salim. Ich hab dich. Mit seiner Stange da, mit seinen Fehlern. Salim, der Fehler. Ja, und jetzt rumballern, damit die auch alle wissen, wo du bist, ne? Gut. Ja. Jetzt über alle Wurzeln laufen. Die ganzen 3444 Fuß noch zurück hoch. Cool. Ja. Easy, nicht schlecht als das. Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Sind wir wieder in der Oberfläche Salim. Und dann... Oh shit. Er lebt noch. Rachel. Salim, komm schon. Hörst du mich? Jo, er gehört nicht zu uns. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Der kennt ihn doch gar nicht, den Sohn. Ja. Salim, der Fehler hat wieder zugeschlagen. Wohl auch Spaß haben. Slayer erwünscht. Ah, plus. Jason! No. Ah. Das war genau der Moment. Junge, jetzt ist ja richtig an Feier. Showdown, ja.
voll drauf, ne? Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Verschwinden wir. Sehr auf. Ah, die Holztür wird jetzt rettend. Ja. Zum Glück geht der Strom noch. Und Trage. Und der einzige Stromgenerator, der dieses ganze Gemäuer mit feuert, ne? Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch, wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Salim denkt sich gerade, was ist Super Bowl? Wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's nach Hause. Hurra! Jetzt kannst du auch Hurra rufen, ne? Ja. Hurra! Hurra! Glück, der dreht gerade richtig durch. Ja. Mit dem sind alle Nerven durchgebrannt gerade. Der hat dieses panische Lachen immer, ne, jetzt mittlerweile. Ah, einfach mal 3000 Fuß nach oben. Let's go. Los, hoch! Ich komme gleich nach. Was ist? Ja, was ist? Ha? Hä? Okay. Dann haben wir entweder hier oder was? Ah, ja. Wieder, ja. Leute wollen einfach nicht tot bleiben. Oh, lass euch Zeit. Oh, ich schaff da vielleicht 5 Meter vielleicht, ne? Dann Kraftverwender. Schul- Sportunterricht. Ja, ja. Ja, früher habe ich das easy geschafft, weil früher wog ich ja gar nichts. Der spargelt über. Ich kann auch mal so ein Blindseil. Ah. Wir kommen hier raus. Einfach nur klettern. Am Rücken geschnallt hier. In seinen Köcher. Oh, ja. Oh, ja, draußen. Ja. Wo hat er das hingeworfen?